wohin wir fahren? Wir fahren nach Frankreich dieses Jahr. In die, das stimmt ja gar nicht, wir fahren in die Pyrenäen. Also wir starten in Frankreich und machen dann immer so hin und her. Frankreich, Spanien, Frankreich, Spanien. Genau. Tag. Ne? Ich glaube sogar der längste. Der längste. Genau. Wir haben uns nämlich entschieden, mal an Tag 1 richtig viel Strecke zu machen. Das bedeutet immer so, wie lange sind wir jetzt gefahren? 8, 10 Stunden oder so? Ne? Also wollen wir fahren. Wir sind schon 8 gefahren, glaube ich, haben noch 1,5. Aber dann haben wir echt ein gutes Stück geschafft und haben einen ganz coolen Spot für heute Abend. Ja, und dann haben wir nämlich, da wollen wir auch 2 Nächte bleiben und dann haben wir nur noch ich glaube 4-5 Stunden und wir sind hinter Perpignan, da so unseren Einstieg in die Pyrenäen zu schaffen. Jetzt wird es leider direkt auch schon spannender, als wir gehofft haben, weil beim Hugo irgendwas stimmt im Getriebe nicht. Er hat angefangen, komische Geräusche zu machen und dann hat er gerne keine Beine mehr reinbekommen. Hannes, komm auf diese Seite. Und ja, jetzt stehen wir hier am Straßenrand, von 20 Minuten vorm Ziel. Und der Papa telefoniert gerade mit der Werkstatt. Ich bin gespannt. Und da vorne ist ein Campingplatz. Wie krass ist das denn? Wir liegen 50 Meter vor dem Campingplatz. Naja. So, erzähl mal. Was passiert jetzt? Wir haben unseren ersten Stopp eingelegt. 40 Kilometer bevor wir eigentlich unseren ersten Stopp einlegen wollten. Weil wir jetzt nach 108.000 Kilometer wahrscheinlich eine neue Kupplung brauchen. Eigentlich habe ich das vorher schon vermutet, weil anscheinend ist es so, dass beim TD4 die Kupplungen nicht so lange halten und dass da so bei 100.000 Kilometern eine magische Grenze ist. Aber ich wollte auch ehrlich gesagt nicht einfach mal prophylaktisch eine neue Kupplung einbauen lassen, sondern halt erst, wenn es dann passiert. Und jetzt kam es relativ schnell. Das wäre jetzt. Also es ging gar nicht mehr weiter. Es ist eine magische Grenze. Ja. Also die magische Grenze, das scheint unser Hugo zu bestätigen, die scheint es tatsächlich zu geben. Wir warten jetzt auf einen Abschlepper. Eine halbe Stunde von hier ist eine Land Rover Werkstatt, mit denen haben wir auch schon gesprochen. Die machen morgen früh um 8 Uhr wieder auf und dann gucken wir mal, wie schnell die eine neue Kupplung einbauen können und wie schnell wir dann weiterkommen. Wir werden jetzt abgeladen. Wir hatten Wichtiglicht. Wir sind jetzt mit Wichtigleuchte unterwegs. Genau, die letzten paar Meter fahren wir Huckepack auf dem Abschlepper und der bringt uns jetzt hoffentlich, er spricht leider nur Französisch, ich glaube, aber wir konnten uns ganz gut verständigen. Der bringt uns jetzt zur nächsten... Jan kann perfekt Französisch. Ich bin multilingual unterwegs, das wissen alle, die mich kennen. Französisch ist eine meiner Leidenschaften. Wie hieß der Lehrer? Auch sprachlich. Wie möchtest du grüßen an der Stelle? Gar keine. Wir fahren jetzt Huckepack zur Land Rover. Ich hoffe, er hat verstanden, wo wir hinwollen. Ich glaube schon, ich habe ihm das gezeigt. Mit denen haben wir auch schon telefoniert. Die machen morgen früh wieder auf.
und dann hoffe ich, dass wir da eine neue Kupplung kriegen und weiterkommen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann kriegen wir auch da gegenüber, gibt es glaube ich auch die Möglichkeit, dass man da irgendwie schlafen kann oder sowas. Gucken wir mal, spannend. Oh, jetzt eine wichtige Leuchte ausgemacht. Oh, alles ist drin. Also, so stelle ich mir autonomes Fahren vor. Zwar jetzt vielleicht nicht in einem Defender, aber ich glaube, das ist die Zukunft. Einfach so durch die Gegend fahren. Und wir haben eben schon gesagt, ich weiß nicht, wie der Kollege da vorne heißt, aber eigentlich könntet ihr uns jetzt die nächsten 3 Wochen hier durch Frankreich fahren, weil es ist total angenehm. Du siehst von hier oben einfach sehr, sehr gut. Du musst nichts selber machen, kannst dich zurücklehnen, kannst die Natur genießen. Das ist der Hammer, das ist richtig cool. Das sind Wagenste. Ah. Ja. Willst du aufs Telefon? Ich war am Bauchrasieren. Sonst irgendwas. Hannes, willst du mal fahren? Ja! Ta-ta-ta-ta! Oh Gott, ey. What is this? Also, wir geben euch jetzt mal ein kleines Update. Das ist nämlich jetzt quasi der nächste Morgen nach der Panne. Und wir haben in diesem wunderschönen Ibis-Hotel übernachtet, wobei wir waren froh, dass wir erstens die spontan ein, beziehungsweise wir hatten 2 Zimmer hatten, einen Hund genommen haben und so weiter. Der Jan ist gerade zu der Werkstatt gefahren, die uns abgeschleppt haben. Die haben mit Land Rover gesprochen und Land Rover hätte erst in 2 Wochen einen Termin, um überhaupt das Auto zu reparieren. Deshalb versuchen die den jetzt zu reparieren in der Werkstatt, wo der Jan gerade ist. Und wir haben jetzt unser Gepäck einlagern lassen und gucken mal, was hier die Gegend so zu bringen hat. Und finden nochmal Mittagessen und versuchen uns zu beschäftigen und das Beste draus zu machen. Ne? Ja, okay? Nicht los allein. Geht's! Tada, tada, tada. Wir haben mit dem Taxi hier angekommen und jetzt versuchen wir mal einen Leihwagen zu kriegen. Genau, los geht's. Von der Fabrik gekommen. Ja, wir haben ein niegelnagelneues Auto gerade bei Six bekommen. Und das ist schon. Jetzt geht's los! Tada! Einsteige. Nein. Bitte. Okay, los geht's, Freunde. Der Sonne. Ne? Oh! Wir haben den Hugo besucht. Wir haben den Hugo besucht. Wir sind gerade am Rumpacken. Hugo im Krankenhaus. Hugo im Krankenhaus. Guck mal, da hinten steht noch ein anderer Lenny. Genau. Und ja, jetzt haben wir alles für 3 Tage in unserem Leihwagen gestopft. Und lassen den Hugo jetzt hier. Und hoffentlich sehen wir ihn am Dienstag wieder. Hugo wird schön wieder gesund. Wird wieder gesund. Weil die Kupplung ist halb kaputt. Abfällen. Nicht halb kaputt, ist ganz kaputt, ne? Oh. So, wir haben Teile gemacht und wir suchen uns mal ein Hotel, ne? Ja. Wir haben schon eins gefunden, wir wollen jetzt aber dahin. Ja. Genau. Bis dann. Tschüss. 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 Oh, okay.
Wir haben ein Riesenglück gehabt, nämlich ziemlich genau an der Stelle, wo wir mit dem Hugo liegen geblieben sind, haben wir ein kleines, total cooles Bed and Breakfast gefunden. Das nennt sich Domaine de la Rouge, also nur zu empfehlen. Total schön. Natürlich nicht die Art von Urlaub, die wir uns jetzt gerade vorgestellt haben. Das war eigentlich natürlich alles ein bisschen anders geplant. Aber dennoch hätte es uns echt schlimmer treffen können. Und wir machen das Beste draus und genießen hier einfach die Tage, die es jetzt braucht, bis der Hugo repariert ist. Bis zur Werkstatt sind es von hier ungefähr 10 Minuten, sodass wir immer mal vorbeifahren können und gucken können. Und in der Zwischenzeit genießen wir hier wirklich alles das, was dieses kleine, süße Bed and Breakfast zu bieten hat. Und das zeige ich euch jetzt mal. Wir sind gerade mit unserem Mietwagen nach Saillon gefahren, haben geparkt vor dem Ort, weil der ist jetzt gesperrt, der Stadtkern, und wollen uns hier den Wochenmarkt, den Sonntagsmarkt anschauen, ein bisschen einkaufen gehen, um so einen Tagesausflug zu machen. Es ist Montag, Mittag, und ich mache mich jetzt mal auf den Weg zur Werkstatt und guck mal, was mit Hugo los ist. Mit ein bisschen Glück ist die neue Kupplung jetzt da und kann eingebaut werden, sodass wir hoffentlich morgen Nachmittag den Hugo da wieder abholen können und weiterfahren können. Das große Ziel, was wir nach wie vor haben, ist ja einmal vom Mittelmeer über die Pyrenäen zum Atlantik zu fahren. Dafür haben wir uns 3 Wochen insgesamt Zeit genommen. Die ersten 5 Tage haben wir jetzt hier, verplempert. Wobei, so ist es eigentlich nicht. Uns geht es ja eigentlich sehr, sehr gut. Wir haben super Glück gehabt und hatten jetzt ein paar wirklich entspannte Tage. Trotzdem wollen wir jetzt weiter und mal endlich unsere Reise so richtig beginnen. Also fahren wir jetzt mal zur Werkstatt und schauen mal. Thank you.
Kleines Update vom Hugo. Ich habe gerade eben mit dem Werkstattleiter gesprochen und der hat mir gesagt, dass das Ersatzteil leider noch nicht angekommen ist. Die vermuten jetzt, dass das Teil heute Nachmittag kommt. Und wenn das so ist, dann schaffen sie es, das bis morgen Nachmittag einzubauen. Deswegen heißt es jetzt Daumen drücken und hoffen, dass das heute Nachmittag in der Lieferung dabei ist. Ansonsten hängen wir hier noch einen Tag fest und das wollen wir nicht. Jetzt soll es endlich weitergehen. Ja, man muss flexibel bleiben. Sind wir auch. Unsere Unterkunft leider nicht so. Also nein, unsere Unterkunft ist top, top, top und total. Nur, klar, wir haben andere Gäste. Jetzt müssen wir morgen früh raus. Die haben wir schon gesagt, klar, kein Problem. Wir können tagsüber noch bleiben und so. Ja, und dann hoffen wir, dass Hugo wirklich, wirklich endlich morgen, also wirklich fertig ist. Aber man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen. So sagt man, ne? So ja. Sagt man, ja. So sagt man, genau. Genau. So. Und jetzt fahren wir zu einem Fest, was irgendwie im Nachbarort ist. Aber es soll gleich gewittern. Sieht auch schon ganz schön gewitterig aus. Naja. Oh, sehr gut gefallen. Es gab dazu auch ein bisschen Musik, konnten was essen und trinken. Also ich fand es sehr schön. Leute, 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 der Hugo ist immer noch nicht fertig. Wir haben jetzt Mittwochnachmittag 5 Uhr. Hugo ist immer noch in der Werkstatt. Und wir haben die Hoffnung aber noch nicht ganz aufgegeben, dass er vielleicht heute doch noch fertig wird. Deswegen haben wir jetzt uns zu einer Taktik entschieden. Und zwar habe ich Elisa mit Sack und Pack, also mit Kindern, mit Hund, mit Koffern, in der Werkstatt gelassen. Die sitzen da im Büro und gehen den Leuten jetzt mächtig auf den Senkel. In der Hoffnung, dass die so sehr nerven, dass die unser Auto bis heute Abend 18 Uhr, da machen die nämlich zu, noch fertig machen, um uns endlich loszuwerden. Außerdem müssen wir heute den Mietwagen abgeben. Die haben den nämlich eigentlich schon vor 2 Tagen zurückerwartet, weil wir den ursprünglich nur so lange gemietet hatten. Und wollen jetzt auch mal so langsam wissen, ob es das Auto noch gibt oder ob der schon irgendwie, keine Ahnung, wohin verkauft wurde. Die machen auch um 18 Uhr zu. Vorher muss ich den jetzt noch einmal aussaugen und volltanken. Ja, und dann warte ich mal an der Mietwagenstation und hoffe, dass mich Elisa mit dem Hugo gleich da abholen kommt. Und wenn das nicht klappen sollte, dann haben wir echt ein Problem, weil in das süße kleine Bed and Breakfast kommen wir heute Abend auch nicht mehr. Die haben nämlich ihr Zimmer wieder weiter vermietet oder unser Zimmer und da so Anschlussgäste da. Und deswegen sind wir eigentlich darauf angewiesen, dass wir heute Abend wieder auf dem Hugo übernachten können. Und da kommt das nächste Problem, weil hier sieht es nämlich gerade so aus. Also hier geht mehr oder weniger gerade die Welt unter. Und es ist auch eine Gewitter- und Unwetterwarnung rausgegeben. Oh, ich weiß gar nicht, sieht man das? Versucht mal scharf zu schalten.
Ja, es ist eine Gewitter- und Unwetterwarnung für die ganze Gegend rausgegeben. Das heißt, alles das, was man eigentlich beim Dachzelten nicht haben will, haben wir gerade. Ey, seht ihr das? Das sind, ich sag mal, so kirschengroße Hagelkörner, die hier runtergekommen sind. Habe ich so auch noch nie erlebt. Ich bin mal gespannt, wie die Karre gleich aussieht. Wahrscheinlich eine richtig nette Orangenhaut. Das gibt's doch nicht. Das ist doch echt verrückt. Naja, was will man machen? Ich fahre mal weiter. Nee, also hier hat es kaum geregnet. Nur so ein bisschen. Also kleiner Schauer. Nichts Wildes. Ja, ein paar Tropfen nur. Muss man sich keine Sorgen machen. Super Wetter eigentlich. Also guckt euch das an. Das ist echt unglaublich. Oh Mann, und wir wollen heute Nacht wieder mal die erste Nacht nach lange im Dachzelt verbringen. Aber sieht so aus, als wenn das Wetter besser wäre, wenn es nicht ausgeregnet hätte. Also ich glaube, viel mehr kann von da oben auch gar nicht kommen. Das, was da gerade eben alles runtergekommen ist, also mehr kann da oben nicht drin sein. Das muss jetzt leer sein. Geht gar nicht anders. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch ein Tropfen rauskommt. Echt krass. So, noch schnell einmal durchgesaugt, jetzt noch schnell tanken, die Karre sieht wieder picobello aus, wie gerade vom Band gelaufen, vielleicht bis auf ein, zwei Hundehaare von Zeller, die sich hier noch irgendwie verirrt haben, und dann gucken, dass ich die Karre jetzt schnell abgebe. Ich habe noch eine halbe Stunde, los geht's. So, ich habe unseren Flitzer pünktlich wieder bei Sixt abgegeben. Und gerade in dem Moment bekomme ich diese Nachricht von Elisa, dass sie jetzt losfährt. Das heißt, ich werde hier gleich eingesammelt und dann, Moment, hoppala, dann kann unsere Reise endlich starten, und zwar so wie geplant, mit Hugo, mit Dachzelt in den Pyrenäen. Und wie es da weitergeht und was da noch alles kommt, das würde ich sagen, seht ihr im nächsten Video. Also bis dahin, abonnieren, Daumen hoch, liken, alles, was man so macht bei YouTube, ihr kennt das. Ganz wichtig, nächstes Video angucken, dann wisst ihr, wie es weitergeht. Ich freue mich drauf, dass wir uns da mit dem Hugo wiedersehen. Yeah!